Dann beim Herrn Bussmann sitzt noch jemand, der eine Frage hat? Ja. Ja, Sie haben gesagt, dass es die EU war, die den Georgienkrieg beendet hat oder einen Waffenstillstand hergerufen hat. Aber war es nicht vielmehr die UNO, die Schlimmeres verhindert hat? Die Rolle, die die EU gespielt hat, ob die EU den Waffenstillstand verhandelt hat oder ob es eher die UNO war? Nein, das war nicht die UNO. Das war eindeutig die Europäische Union und nur die Europäische Union. Die UNO hat da keine Rolle gespielt, genauso wenig wie die USA. Da muss man sich auch mal dran gewöhnen, nicht? Dass nicht alles, was die Europäische Union nichts macht, sondern dass die Europäische Union manchmal auch was Erfolgreiches macht. Ja, damit wäre dann unser Block zur Außenpolitik abgeschlossen, wenn keine Fragen mehr da sind, spontan. Dem ist nicht so, okay. Gut, die erste Frage kommt dann direkt von Patrick. Thema, sag noch. Jetzt geht es nämlich um die EU-Erweiterung. Haben Sie eigentlich keine Angst, dass die EU irgendwann zu groß wird? Also so wie damals beim Römischen Reich, das der Fall war? Na, Angst habe ich nicht. Aber ich habe schon Sorge, dass wenn wir die bisherige Erweiterungspolitik ungebremst weitermachen, die EU so groß werden könnte, dass sie nicht mehr handelbar ist. Ist völlig klar, je mehr Mitgliedstaaten die Europäische Union hat, desto schwieriger wird es, Entscheidungen zu treffen. Das liegt nicht an den Staaten, sondern es ist einfach so. Sie müssen sich nur vorstellen, dass Sie hier eine Entscheidung treffen wollen bei 100 oder 150 Menschen. Und dann ist das schwieriger, als wenn Sie zu dritt oder zu viert zusammensitzen. Und da wir eine Union sind und nicht ein Staat, das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Staaten das auch wollen, was wir gemeinsam tun, wird es schwer, die Europäische Union handlungsfähig und führbar zu halten, wenn sie sich noch dramatisch erweitert. Das ist meine Sorge, dass die innere Solidarität innerhalb der Europäischen Union, der Menschen untereinander, überstrapaziert wird. Weil sie sagen, was geht mich denn da noch Syrien oder Irak an? Was geht mich denn eigentlich Weißrussland an? Und ich will es mal so einfach sagen, das ist sehr schwer zu erklären. Eines Tages. Und deswegen glaube ich, dass die Europäische Union im Großen und Ganzen, jedenfalls nach Osten und Südosten, an den Grenzen ihrer Erweiterungsfähigkeit angekommen ist. Damit der Massimo hat noch eine Frage. Ja, ich wollte noch sagen, Sie werden ja zurücktreten, also Sie gehen ja bald in Rente. Und werden Sie dann trotzdem Sorge haben, auch wenn Sie jetzt nicht mehr in diesem Bereich arbeiten? Ja. Oder haben also, Sie... Also zunächst mal habe ich mich ja freiwillig entschieden, nicht mehr in der Politik aktiv tätig zu sein. Jedenfalls nicht mehr als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ich war das 30 Jahre. Ich habe zwei ganz wichtige Funktionen gehabt. Ich war Präsident dieses Parlaments und ich war Mitautor des Verfassungsvertrages. Also ich denke, für eine politische Karriere reicht das. Aber das heißt natürlich nicht, dass überall dort, wo es Leute gibt, die sagen, ach, wir möchten gern mal hören, was der Klaus Hensch zu dem einen oder anderen Thema zu sagen hat, oder wo es eine Organisation gibt, die sagen, können Sie uns nicht in dieser oder einen europäischen Frage zusätzlichen Rat geben, dann werde ich das sicherlich tun. Aber wenn ich das mal so etwas banal ausdrücken darf, ich scharre nicht mehr mit den Füßen, um was zu werden. Gut, danke für die Antwort. Sie hatten gerade angesprochen, dass die EU ihre Ausdehnungsgrenze fast erreicht hat. Dazu hat Melanie noch mal eine etwas präzisere Frage, die wird sie jetzt noch mal stellen. Melanie? Da vorne. Zeige ihr mal, wo das ist. Was ist Ihre persönliche Obergrenze für die EU-Mitglieder? Also wie viele noch dazukommen und warum setzen Sie diese Grenze? Ich will
zuerst mal etwas sagen, was einen Moment lang wie Ausweichen aussieht, aber was nötig ist, um zu erklären, was ich meine. Ich glaube nicht, dass man eine bestimmte Zahl nennen kann oder nennen sollte, obwohl die Zahl auch eine Rolle spielt, weil die sich ja natürlich dann alle im Ministerrat einigen müssen. Auch im Europäischen Parlament übrigens. Aber es kommt auch darauf an, was das für Staaten sind. Ob sie in der Lage sind, europäisches Recht voll und ganz hundertprozentig anzunehmen und auch durchzuführen. Das ist zum Beispiel ein Teil. Ob ein Staat auch wirtschaftlich gesehen eine zu große Last für die Europäische Union werden würde oder nicht. Das sind alles Fragen, die auch eine Rolle spielen, nicht bloß die Zahl. Wenn ich dann an die Zahl gehe, dann sage ich, ich glaube nicht, dass die Europäische Union plus minus mehr als 30 Staaten haben sollte. Wenn es denn 31 sind, dann wird die daran nicht kaputt gehen. Und wenn wir 29 sind oder 27 bleiben, dann werden wir auch nicht von selbst dadurch handlungsfähiger, sondern wir müssen uns trotzdem ansteigen. Also so eine Orientierungsgröße plus minus 30. Okay, Sie sprachen gerade an, dass die Länder in der Lage sein müssen, konsequent das europäische Recht durchzusetzen. Die möglichen Beitrittskandidaten. Ja, dazu hat dann die Sophie noch eine etwas präzisere Frage. Gibt es Länder, von denen Sie sagen, dass sie niemals beitreten sollten oder werden? Und wenn ja, welche und warum? Als Politiker habe ich gelernt, dass niemals ein sehr schlechter Punkt ist. Ein sehr schlechtes Wort, das man besser nicht gebraucht. Also nie streichen wir mal weg. Aber es gibt Länder, von denen ich sage, in ihrer heutigen Verfassung und in der Verfassung, in der ich sie in den nächsten 10 Jahren sehe, können sie und werden sie nicht der Europäischen Union beitreten. Das sind Länder wie Georgien, die wollen gerne, wie Armenien, Moldawien, Ukraine, Türkei. Haben wir alle drauf gewartet. Serbien wird es sehr schwer haben. Also es gibt Länder, bei denen ich sage, wir dürfen sie nicht aus Europa ausgrenzen. So nach dem Motto, mit denen haben wir nichts zu tun. Natürlich haben wir mit denen was zu tun. Aber wo ich die Frage stellen würde, ist die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union das richtige Instrument der Verbindung zwischen Europa und diesen Ländern? Also es geht nicht darum zu sagen, die sind uns nicht so geheuer oder die sind uns unsympathisch oder die wollen wir nicht. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, was ist sowohl für die Union aus dem Interesse der Europäischen Union und was ist auch für das betroffene Land besser? Weil, das wird häufig vergessen und das muss ich wieder nochmal unterstreichen, ich habe es eben schon gesagt, es geht nicht um ein Bündnis, also es geht nicht um einen Zusammenschluss von Europäischer Union und sagen wir Ukraine oder einen Zusammenschluss von Europäischer Union und Türkei, sondern es geht um die Übernahme des gesamten europäischen Rechts. Und ich sage Übernahme, nicht, dass man sich in der Mitte trifft. So, die einen geben etwas nach und die anderen geben etwas nach. Wer beitreten will, muss was die Errungenschaft der Europäischen Union ist, 100% übernehmen. Nicht 98, nicht 99, sondern 100%. Und da kann der eine oder andere Staat schon ins Grübeln kommen, würde ich sagen, ob das wirklich in seinem Sinne ist, so zu handeln. Es gibt auch in Europa andere Formen der engsten Zusammenarbeit als nur die Mitgliedschaft in der EU.